Das heißt, wir werden uns auch Unser kümmern. Wohnzimmer ist kalt, hat keine Heizung, das Ja. Babyzimmer hat keine Heizung. Mache ich mir halt auch Sorgen. Wir haben ein Kind, wir haben Juna, ich bin schwanger. Wer weiß, wie schlimm das jetzt noch von Tag zu Tag wird. Also wir hätten nicht erwartet, dass wir so ein Video tatsächlich noch mal drehen, nach dem, was schon passiert ist. Ich muss euch auch ehrlich sagen, ich habe überhaupt gar keinen Bock, drüber zu reden, weil es einfach so kacke schon wieder Es ist ist. unglaublich. Erstmal, was geht ab, Team Tapia? Und herzlich Welcome willkommen. back zu einem neuen Video. In diesem Video haben wir einen Wasserschaden schon wieder. Ja. Einige erinnern sich vielleicht noch, dass wir letztes Jahr in unserem Büro einen sehr krassen Wasserschaden hatten. Das lief durch zwei Stockwerke durch, hat irgendwie einen Schaden am Ist Haus. bei uns in unserer neuen Küche damals entstanden. Genau. Auf den Kosten sind wir selber sitzen geblieben, Genau, also zum Großteil. wir schulden der Versicherung aktuell immer noch 17.000 Euro, wo wir auch immer noch nicht wissen, also keine Ahnung, muss man halt schieben erstmal und schauen. In Raten halt In Raten bezahlen. oder Niemand sonst hat mal was. eben, die Ja, wenigsten haben mal eben 17.000 Euro auf der Kante. so. So, wir müssen ja auch noch Steuern bezahlen und sind in eine niegelnagelneue Wohnung Eine gezogen. kernsanierte Wohnung, unsere Traumwohnung eigentlich. Einige haben es vielleicht mitbekommen, schaut euch gerne die leere Roomtour an. Und den Vertrag hatten wir ja schon unterschrieben, als wir dann endlich den Betrag bekommen haben, den wir an die Versicherung zu zahlen hatten. Ja, Genau. das hatten wir schon einen unterschriebenen Mietvertrag für eine Mietvertrag. neue Bude und dann bekommen wir einfach diese 17.000 reingedrückt. Genau. Gut, haben wir gesagt, schaffen wir alles irgendwie. Wir holen uns halt nicht direkt die neuesten Möbel und wir machen halt erstmal alles langsam, aber schaffen wir schon. Aber mit sowas hat jetzt wirklich, also haben wir überhaupt nicht gerechnet. Genau, was ist passiert? Wir sind in die Wohnung eingezogen und der erste Punkt war, dass wir gemerkt haben, die Wohnung wurde irgendwie kernsaniert. 2015, 16 ist dieser Wohnkomplex also relativ neu. Warum wird eine Wohnung in der Zwischenzeit kernsaniert oder saniert, sodass der Boden rausgerissen wird? Dann kam Punkt Das haben 2. sie uns ja gar nicht gesagt. Uns Genau. ist das aufgefallen, dass hier unterschiedliche Fußböden sind. Genau, und ich habe noch gefragt bei der Besichtigung, war hier irgendwas mit Wasser? Und die Dame so, ja, nicht, dass ich Nicht, dass ich wüsste. wüsste. Nicht, dass ich Hat wüsste. aber uns erzählt, dass die Wohnung wohl schon länger frei steht und dass sie Ja. saniert werden musste. Genau, und wir haben erfahren von den Nachbarn schon seit Januar. Und ich meine, wir haben jetzt Dezember. Wir haben heute Also den 30. Dezember. über ein Jahr fast. Fast ein Fast Jahr. ein Jahr. Genau. Dann lief die Bodenheizung nicht. Ich habe hin und her telefoniert mit dem Hauswart hin und her und dann ist uns aufgefallen, nur der Hauptregler war ausgeschaltet. Haben wir angeschaltet, es lief dann auch. Uns ist aber aufgefallen in den nächsten 2, 3 Tagen, dass es einfach hier. Es überall läuft, nur nicht hier im großen Raum und Genau. auch nicht im Babyzimmer und ja. Ja, und dann haben wir natürlich den Hauswart nochmal kontaktiert. Der ist jetzt am 23. vor Weihnachten nochmal vorbeigekommen, hat sich das angeschaut. Und ihm ist aufgefallen, Heizung läuft nicht. In der Zwischenzeit ist uns aber irgendwie auch mir bewusst aufgefallen, dass sich die Bodenleisten, genau jetzt auf dieser Erhöhung, wo wir sitzen, ich werde ein Ja. paar Bilder einblenden, die Bodenleisten hier sich komplett ablösen von der Wand. Ja, und du Mit. hast es dann auf Social Media geteilt und haben einige geschrieben, Ja. habt ihr mal geprüft, ob das vielleicht ein bestehender Wasserschaden sein könnte oder Genau, einer, der weil. schon war? Genau. Und ein Kollege hat schon mal durchhorchen lassen, dass hier wohl irgendwas mit Wasser war. Also Die der, der da. die damals die Wohnungsübergabe gemacht Genau, hatte, hat schon mal der hat sich da ein durchsickern bisschen lassen. verplappert. Und Ja. hat gesagt, ja, hier war ja schon mal was mit Wasser, dies, das, aber Genau. das wurde ja alles neu gemacht und so weiter. Ja. Und wir so, hä? Hier war was Okay. mit Wasser? Ja, warum sagten die Dame nichts? Wusste sie es Und wie sagt nicht? der eine das und der andere Ja, das? wusste sie es vielleicht einfach nicht, weil sie im Verkauf ist, in der Vermietung. Aber normalerweise ist sowas in Unterlagen hinterlegt. Warum Aber sie kernsaniert? wusste, dass die schon so lange frei steht, aber weiß nicht Ja, warum. das war ein bisschen weird auf jeden Fall. Naja, dann haben wir mal rumgeguckt und uns ist aufgefallen, dass es irgendwie jetzt vor allem in den letzten Tagen immer schlimmer wurde. Da hinten bilden sich schon so gewisse Kristalle, also da So tritt Flecken an der Wand Flecken an der kleben, Wand, die schon überall dunkel. gehen die Fußleisten ab und Ja. es fühlt sich auch ein bisschen feucht an, was einfach bei Ja. Einzug nicht der Fall war. Genau, dann haben wir bei der Hausverwaltung angerufen, haben gesagt, ey, seht zu. Der Kollege meinte ja erst im neuen Jahr, also erst in 2, 3, in 3, 4 Tagen.
Und dann habe ich in den letzten Tagen an die Verwaltung geschrieben, logischerweise, habe das mit Fotos und Videos alles festgehalten. Der meinte mehrfach, der meldet sich im neuen Jahr. Dann habe ich heute auch nochmal geschrieben, 30. Dezember, erneute Fotos festgehalten, habe gesagt, es hat sich von gestern auf heute verschlimmert. Das ist hier nicht nur eine defekte Bodenheizung, hier geht es wirklich um einen Wasserschaden. Er hat auch sofort die Firma angerufen, die war heute da. Naja, die meinten auch erst nicht vom Montag und dann hast du gesagt, schwangere Frau und Kind hier. Und dann hat er gesagt, okay, dann kommt er heute noch. Genau, da kommt dann noch. Von der Jodie sieht hier so ein Gerät, was die Feuchtigkeit entziehen soll. Oder Ein auch nicht. Genau, Trocknungsgerät. da sieht man das irgendwo stehen, da hinten hier. Haben wir jetzt noch nicht angeschlossen, weil er meint, es ist nicht notwendig. Wir haben auch so ein Feuchtigkeitsmesser und er zeigt eigentlich an, dass es soweit noch nicht notwendig ist. Was heißt noch nicht notwendig? Es bringt jetzt schlicht und ergreifend erstmal nichts, bis wir nicht Genau, wissen, was es für eine genau, Ursache genau. ist. Und ich habe schon die ganze Zeit überlegt, woran kann das liegen? Habe meine philosophiert natürlich rum und dann habe ich meine Spüle aufgemacht. Und Komplett unter der Spüle. hier, nicht komplett, komplett, wollen wir es nicht Aber übertreiben. hinten an den Hinten, Armaturen entlang man sieht ist es, einfach schwarzer Schimmel. schwarzer Schimmel und es riecht halt auch. Und ich meine, wir leben hier einfach in der Wohnung und das ist eine absolute Katastrophe. Ich habe da einen Raumlüfter, den habe ich jetzt ganz kurz ausgeschaltet, der läuft durchgehend auf volle Leistung. Der hat auch einen HEPA-Filter, da müssen wir Und der wenigstens. muss sich auch gebildet haben jetzt erst. Also Ja, genau. Wir hatten irgendwas das ist da nicht. Als undicht. wir die Wohnung in Betrieb genommen haben, Haben auf wir einmal. natürlich alles geprüft und nachgeschaut und Ja, gefragt ja. und war alles gut. Und dann Ja. glaube ich, ist irgendwas passiert. Kurzfassung, wir haben wieder einen Wasserschaden. Es ist mein, nicht dein, aber mein dritter Wasserschaden. Ich hatte damals in der alten Wohnung einen von den Nachbarn. Wir hatten im Büro jetzt einen, wo wir immer noch 17.000 bezahlen müssen. Und wir haben hier einfach einen Wasserschaden mit Schimmel, Ja. wo die Wahrscheinlichkeit groß ist. Die kommen jetzt am Montag vorbei. Und die hatten auch gesagt, dass sie die ganze Küche neu gemacht hatten. Ja, die haben die Dass ganze die Küche Küche, den neu ist. Boden, das Fundament haben die hier neu, den Estrich haben die neu. Ja, Jascha hat dann sogar eine Falle gestellt und hat denen dann gesagt, ja, hier war ja schon mal ein Wasserschaden, Habe ne? ich mal so einfach mal Ohne dass wir gesagt. das sicher wussten, aber Ja. halt, wir haben es vermutet. Und dann hat er losgelegt, ja, wir kennen die Wohnung in- und auswendig, wir waren hier so Wir haben die lange drin, Wände bis einen Meter komplett wir haben alle rausgerissen. Böden Gerade eben passiert, vor einer halben Stunde. und Estrich neu gemacht und er hat dann Ja, richtig erzählt, die Küche haben wir neu gemacht, also wir ja. kennen die Ja, Wohnung. und die Vormieter haben da im Hauswirtschaftsraum irgendwas gehabt, Die haben falsch irgendwas mit Tesa angeschlossen. zugemacht, die Ja. Waschmaschine mit Tesa geklebt Ja, und dann ist das genau. alles rausgelaufen und wir Ja. so. Interessant. Danke, dass Sie es mir erzählt haben. Jetzt Geil! kann uns nämlich die Verwaltung kein, wie sagt man, Bären aufs Ohr, aufs Schwarzen. Wie sagt Bären man? aufbinden. Am Bärenhaupt Bären bin, aufs Ohr Ohr. aufschwatzen. Wir können doch lachen, ey, was soll ich euch sagen? Der Raumluft Sagt selber steht. auch nichts Am anderes über dich. Montag um, ja, in 2 Tagen kommt der, nee, in 3 Tagen kommt der Klempner, der hat direkt jemanden abgezogen, der das jetzt auch erst ganz, ganz schnell beheben wird. Wir probieren uns jetzt hier von. Beheben beziehungsweise Ja, also. erstmal sich drum Ja, kümmern und genau. hoffentlich die Ursache Ja, findet. genau. Wir werden jetzt schauen, dass Judy sich vor allem darauf fernhält von der Ecke, wir hier ausreichend lüften, wir den Lüfter auch da stehen lassen die ganze Zeit, weil Judy hat ja auch noch zusätzlich Asthma. Das ist auch nicht so optimal. Das heißt, wir werden uns auch Unser kümmern. Wohnzimmer ist kalt, hat keine Heizung, das Ja. Babyzimmer hat keine Heizung, Ja. unser Kind kommt bald oder im März ist ET so. Und vor allem mache ich mir halt auch Sorgen, wir haben ein Kind, wir haben Juna, ich bin schwanger. Wer weiß, wie schlimm das jetzt noch von Tag zu Tag wird. Naja, Leute, wir halten euch auf dem Laufenden. Guten Rutsch ins neue Jahr. Schaffen wir schon. Wie alles im Ich Leben. habe sowas von keinen Kopf gerade für sowas. Wir küssen euch. Macht's Einfach nein. gut. Guten Rutsch ins neue Jahr, Team Tapir. Wir danken euch trotzdem für eure Unterstützung und wir sehen uns im neuen Jahr wieder.